Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Im heutigen Video soll es um 5 New Adult Buchreihen gehen. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht im Hintergrund die Waschmaschine. Wir lassen uns davon nicht beirren. Die ich gerne im Jahre 2021 noch beenden möchte. Und es ist bei den meisten so, dass mir dann nur noch ein Teil, also das Finale sozusagen, der Abschlussband fehlt. Wobei man nicht so richtig Finale sagen kann, weil das meiste davon Companion rein, ich meine, so sagt man das sind, also es in jedem Buchteil um ein anderes Pärchen geht und damit sind ja eigentlich alle Geschichten gleich wichtig und nicht so wie in vielen Fantasy-Trilogien, wo es doch so ist, dass der erste Teil der Anfang ist, wo viel Weltenaufbau und sowas alles beschrieben wird, der zweite dann irgendwie so einen Durchhänger hat und der dritte dann das große Finale. Das ist ja bei den Buchreihen eher nicht so, sondern eher, dass es schon als eigenständiges Buch gelesen werden kann, man nur halt verschiedene, ja, Verbindungen auch zwischen einzelnen Geschichten durch die Nebencharaktere und Hauptcharaktere quasi gewinnt und dadurch, dass es halt im selben Universum, sage ich mal, spielt. Genau. Ich stelle euch jeweils immer den ersten Band vor. Das ist ein bisschen einfacher, sonst hätte ich jetzt quasi fast mein ganzes Regal hier oben leerer müssen. Man sieht das auch schon, dass, warte, so da in diesem Regal, das relativ leer ist, da stehen nämlich hauptsächlich meine New Adult Bücher und ich habe noch nicht so viel in dem Bereich gelesen. Ich habe ja generell eher verstreut in allen Bereichen gelesen und keinen Fokus auf ein Genre spezifisch und deswegen verstreut sich das auch. Aber ich würde gerne diese Buchreihen jetzt endlich abschließen, um dann auch neue Buchreihen von den Autoren anzufangen oder halt auch generell neue Buchreihen in diesem Bereich lesen zu können. Genau. Als erstes starten wir mit einem Buch, was jetzt nicht in meine schöne Bücher können auch von unterschiedlichen Pärchen handeln, Rede reinpasst. Und zwar ist es von Colleen Hoover, weil ich Laken liebe. Und das ist tatsächlich eine zusammenhängende Geschichte. Also es geht in allen drei Teilen um dieselben Protagonisten. Und zwar um Will und Laken. Die beiden, ich guck mal einmal kurz, ich glaube, so viel steht hier genau, ja. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf, aber das Glück ist irgendwie nur so für 3 Tage, die denen ja gewährt und dann kommt halt oder passiert etwas, wo sich herausstellt, dass die beiden halt nicht zusammen sein können. Und Colleen Hoover schafft es ja immer sehr viel Drama reinzubringen. Also die beiden, Will und Laken, haben echt eine harte Lebensgeschichte hinter sich. Mir hat der erste Teil gut gefallen, es war eine schöne Unterhaltung und ich würde auch gerne wissen, wie es weitergeht. Und zwar in diesem zweiten Teil, weil ich Will liebe, den würde ich gerne lesen. Den dritten Teil, weil wir uns lieben, möchte ich nicht lesen, weil der quasi die Geschehnisse aus Teil 1 aus Wills Perspektive wiedergibt. Also hier liest man aus Lakens Perspektive. Und so gut hat mir die Geschichte dann doch nicht gefallen, dass ich sie auch nochmal aus Wills Perspektive lesen müsste. Aber den zweiten Teil würde ich schon gerne noch lesen und wissen, ja, wie es quasi mit den beiden weitergeht. Ich mag die Atmosphäre, die man hat, während man das Buch liest. Und ja, es passieren Dinge, wo man sich so denkt, muss das jetzt sein irgendwie? Und ich bin jetzt nicht hundertprozentig, dass ich sage, jo, der Charakter gefällt mir super gut. Aber einfach, es gab sehr viele kleine Details und auch vor allen Dingen Nebencharaktere in dem Buch, die mir sehr viel Spaß bereitet haben beim Lesen. Und deswegen bin ich gespannt, wie es im zweiten Teil weitergeht. Und für mich ist dann, wie gesagt, nach dem zweiten Teil auch diese Reihe beendet. Also ich sehe sie dann als beendete Reihe. Genau. Dann kann ich nämlich von Colleen Hoover auch ein bisschen noch ein paar Einzelbände oder so entdecken, aber ich dachte, ich mache vielleicht erstmal kurz jetzt das zu Ende und dann schaue ich mal weiter. Dann eine Buchreihe, wo ich vor kurzem erst den ersten Teil gelesen habe, und zwar ist das Redwood Law von Kelly Moran. Es beginnt mit einem Blick und ich habe es ja geliebt. Also, ich war so fasziniert von der Welt in Redwood und von dieser wahnsinnigen Atmosphäre, die Kelly Moran schafft und was für authentische und lebensstarke Charaktere das Buch irgendwie hat.
Ich würde schon noch zu New Adult zählen, weil auch explizite Szenen drin vorkommen. Aber generell ist es nicht die klassische College-Geschichte. Es geht halt um dieses Städtchen Redwood und um drei Brüder, die die Tierarztpraxis von dessen verstorbenen Vater weiterführen. Und in jedem dieser drei Bände, also die ursprüngliche Trilogie Redwood Love, hat drei Bände und dann gibt es noch ein Spin-off, Redwood Dreams, mit zwei Teilen. Die lernen halt oder finden halt in jedem dieser Bände ihre Liebe und es ist einfach, oh, es war so schön und ich freue mich sehr. Ich möchte auf jeden Fall in diesem Jahr als Ziel Redwood Love quasi die Trilogie beenden und wenn es gut läuft, auch noch Redwood Dreams, also die zwei Bücher, das Spin-off dann hinterher schieben. Aber ich wäre auch schon sehr zufrieden, wenn ich Redwood Love abschließe. Kelly Moran hat nämlich auch Wildflower Summer oder so, das ist auch so eine, noch eine neue Buchreihe quasi schon wieder rausgebracht. Also ich hänge bei ihr ein bisschen hinterher und nach diesem ersten Band bin ich so begeistert und möchte alles von ihr lesen. Deswegen möchte ich hier auf jeden Fall auch weitermachen. Genau, und jetzt kommen drei Bücher, wo ich quasi vorhin drauf angespielt habe mit dieser Companion-Reihe. Da habe ich jetzt auch schon so oft irgendwie über diese Bücher geredet. Auch jetzt in dem Neuzugänge-Video aus dem Februar habe ich von zwei der Reihen quasi das dritte Buch mir gekauft, damit ich das halt auch bald lesen kann und so. Deswegen versuche ich jetzt, das relativ kurz zu fassen und nicht so viel zu den Büchern zu sagen. Und zwar haben wir einmal die Someone-Reihe von Laura Kneidel. Das waren die ersten Bücher, die ich von Laura Kneidel gelesen habe. Und ich fand es wirklich, wirklich gut. Also diesen ersten Teil, Someone New, fand ich sehr, sehr bombastisch, sehr, sehr gut. Den habe ich ganz am Anfang gelesen, bevor die Leselust quasi komplett wieder mit mir überging. Und ich war richtig geflasht. Ich weiß nicht, ob ich immer noch so geflasht wäre, wenn ich es jetzt nochmal lese. Ich denke, ich werde die auf jeden Fall irgendwann nochmal lesen. Aber damals hat es mir auf jeden Fall mega gut gefallen. Der zweite Teil, Someone Else, war dann irgendwie nur noch so lala. Aber ich bin sehr gespannt jetzt auf den dritten Teil, Someone to Stay. Ich kenne ja auch die Charaktere schon und freue mich mehr über die beiden zu lesen und finde auch die Thematik, die dann im dritten Teil kommt, sehr, sehr cool. Und das ist jetzt auch so eine klassische New Adult College Geschichte. Also ich glaube, hier hinten drauf steht das auch. Na, hier steht dann nimmer's mal drauf von irgendeiner Uni oder so. Aber es ist halt so, ne? Die gehen zur Uni, man hat das Unileben und man hat auch noch ein paar andere Aspekte, die auch sehr wichtig und sehr gut sind, wo man nicht drüber reden kann, ohne zu spoilern. Aber es ist halt schon eher so ein klassisches College-Buch, würde ich mal sagen. Ohne jetzt irgendwie abwertend zu klingen, aber jetzt bei den anderen beiden, bei Weil ich Laken liebe. Na, ist auch eine klassische College-Geschichte, würde ich sagen. Aber Redwood ist halt schon eher, ja, wo die Protagonisten auch ein bisschen älter sind und die schon im richtigen Leben stehen. Also die Tierärzte sind schon Tierarzt vom Beruf, da ist jetzt keiner mehr in der Ausbildung oder so, wie es denn sonst bei New Adult-Romanen doch meistens der Fall ist. Und wie es jetzt auch beim nächsten, wow, was eine krasse Überleitung, Buch der Fall ist. Ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt. Also ich weiß, dass die Bücher Truly, Madly, Deeply heißen, aber ist das auch der Reihenname? Also meistens haben die Bücher ja noch einen Titel oben drüber, sage ich mal. Es ist auf jeden Fall jetzt der erste Band von Ava Reed geschrieben und ich mag ihren Schreibstil sehr. Also ich habe auch schon For Good, ich glaube, so heißt es ja, über die Liebe und das Leben gelesen und war sehr, sehr berührt von dem, was sie da geschrieben hat. Und ich mag sie als Person einfach auch sehr, sehr gerne. Und wollte dann unbedingt von ihr auch New Adult mal lesen. Also sie schreibt ja richtig viele verschiedene, ja, verschiedene Genres, sage ich mal, auch viel Jugendbuch und aber auch viel Jugendbuch-Fantasy, zum Beispiel Ashes and Souls möchte ich auch noch lesen und so. Und ich wollte halt einfach gerne wissen, wie sie es macht. Ich muss sagen, von der Grundgeschichte her und von den Charakteren hat es mich jetzt nicht super mit sich reißen können, aber es gab schon echt ein, zwei echt witzige Szenen und auch vom Schreibstil. Also der Schreibstil hat es wirklich rausgerissen. Sie hat einfach so besondere Sachen. Ich glaube, wenn ich jemand wäre, der markieren und so ein Post-it machen würde, dann wäre dieses Buch voll. Also die Grundhandlung war schön und nett und ne, so ein bisschen klassisch zu lesen.
Es war häufig so, wo man sich dachte, mein Gott, redet doch einfach miteinander. Und irgendwie alle entscheidenden Sachen, die einen nach vorne brachten, ja, sind nicht durch die Protagonisten passiert, sondern einfach so. Aber der Schreibstil hat mich echt umhauen können. Deswegen wollte ich auch unbedingt weiterlesen. Medley fand ich auch gut. Die Charaktere haben mir schon besser gefallen. Die Geschichte war wieder, ja, noch Luft nach oben. Aber ich mag es irgendwie trotzdem. Es sind so richtige Wohlfühlbücher. Und ich bin auch sehr gespannt, wie Deeply wird. Ich meine, das erscheint jetzt auch bald im Frühjahr irgendwann. Also das ist noch gar nicht raus, aber dieses Jahr auf jeden Fall. Und dann möchte ich das auch direkt beenden. Und ich finde die Cover echt sehr, sehr schön. Also in der Kamera sieht das gar nicht so schön aus, weil euch quasi der Teil fehlt, der hier in weiß draufgestanzt ist. Das seht ihr ja nicht. Das sehe ja nur ich jetzt, wenn es nicht in der Kamera ist. Aber da finde ich das echt schön. Und ich finde es mega, dass das hier so hoch kann an der Seite steht. Wenn das halt so im Bücherregal steht und vor allen Dingen nebeneinander, sieht das sehr, sehr schön aus. Ich weiß, es geht eigentlich um die Geschichten in den Büchern, aber ich mag es, wenn das Gesamtpaket irgendwie auch schön und besonders ist. Wow, das ist so ein richtiges Klischee-Ding, glaube ich, ne? Was ich auch schön optisch finde, wow, die Überleitungen sind heute echt der Hammer. Ist die letzte der fünf New Adult-Reihen, die ich gerne beenden möchte. Und zwar die Finde-mich-Reihe von Katinka Engel. Und die ergibt nämlich, wenn die alle so frontal nebeneinander sind, ein Unendlichkeitszeichen. Das finde ich auch von der Grundidee sehr, sehr schön. Der erste Teil, Finde mich jetzt, konnte mich wahnsinnig mit sich reißen. Vor allen Dingen wegen der Charaktere. Also die Charaktere waren der Hammer. Die Hauptprotagonistin, ich meine Tamsin. Ja, Tamsin heißt sie. War einfach so eine coole Persönlichkeit und hat der Geschichte so viel gegeben. Die Geschichte an sich ist auch sehr, sehr schön und der Schreibstil war auch der Hammer. Man ist nur so durchgeflogen. Ich habe das Buch, wie auch Julie, zusammen mit Jackie vom Kanal Jackie's Little Love. Wow, jetzt muss ich kurz überlegen, wie du heißt, Jackie. Oh, ich bin schon ein bisschen müde. Gelesen und wir wollen auch die Finde mich Reihe, die Julie Medley Deeply und die Someone-Reihe jetzt jeweils den letzten Band auch noch zusammenlesen. Es ist nämlich echt, echt cool, New Adult mit jemandem zusammenzulesen, habe ich gemerkt. Weil man kann sich so gut darüber austauschen, über die Geschehnisse, über die Charaktere, was man so Vermutungen hat, wie es hingeht. Man kann den Herzschmerz miteinander teilen, man kann aber auch feststellen und nicht nur ich finde das gerade ein bisschen klischeehaft, sondern es ist anscheinend wirklich Klischee. Auf der anderen geht es auch so. Jackie, wenn du das hier siehst, es macht sehr viel Spaß, mit dir diese Bücher zusammen zu lesen. Und ich freue mich sehr, wie wir dann auch die abschließenden Teile finden werden. Weil hier war es leider genauso, wie auch bei der Someone-Reihe. Der erste war bombastisch und der zweite kam da einfach nicht mehr ran. Die Geschichte war nicht so doll. Ich kann mich auch jetzt schon gar nicht mehr richtig daran erinnern. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. An den ersten Teil habe ich viel mehr Erinnerung. Dies war einfach irgendwie nicht so dolle. Und ich hoffe einfach jetzt, dass der dritte Teil bombastisch wird. Oder zumindest wieder besser als der zweite. Und bin auch gespannt, ja, wie das hier ausgeht. Weil zum Beispiel Katinka Engel hat auch bereits die nächste Trilogie im New Adult-Bereich rausgebracht. Also ich hänge wirklich ein bisschen hinterher. Genau. Das war es erstmal wieder für dieses Video. Ich bin am Überlegen, ob ich das auch noch für ein anderes Genre machen soll. Allerdings ist es so, dass viele Fantasy-Bücher oder auch Kriminal-Thriller-Reihen und so einfach meistens nicht nur aus einer Trilogie bestehen, beziehungsweise die Bücher, die ich momentan angefangen habe, nicht nur aus einer Trilogie bestehen. Und ich einfach noch nicht so weit bin. Also da müsste ich dann, wenn ich die Reihe beenden wollen würde in diesem Jahr, irgendwie noch so drei, vier Bände pro Reihe lesen. Und das ist einfach utopisch. Das wird nicht passieren. Deswegen dachte ich spezialisiere das jetzt hier mal auf New Adult. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das generell auch interessieren würde, wenn ich dann halt sage, okay, in dieser Reihe möchte ich gerne weiterkommen und irgendwie sage, okay, ich möchte gerne ein, zwei Teile lesen, ob ihr das auch spannend findet oder ob ihr generell so diesen Reihenprozess nicht so relevant findet, sondern nur, wenn halt was beendet ist oder angefangen wird oder so. Genau, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, auch eure Meinung zu den Büchern. Habt ihr die Reihen schon gelesen? Wisst ihr, was die Autoren sonst noch so gelesen haben? Gelesen, wow, was sie sonst noch so geschrieben haben, was ich unbedingt noch lesen soll. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag
Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Tschüss!